Also es sind immer auch Objekte, an denen sich vieles festmachen lässt. Objekte, die auch exemplarisch dafür stehen, wie dieses West-Berlin funktioniert hat, auch wie es vielleicht in seinen Absurditäten funktioniert hat. Ein Objekt, das ist der sogenannte Käseheber oder auch Probenzieher für Qualitätsproben von Lebensmitteln. Dieses Gerät wurde verwendet in der Senatsreserve, also sprich die Reserve, die eingelagert wurde innerhalb West-Berlins, um den Bestand der Stadt bei einer erneuten Blockade zu gewährleisten. Und man musste natürlich diese Lebensmittel umwälzen, sogenannt umwälzen. Das heißt, man musste immer kontrollieren, sind sie denn noch lagerfähig oder auch nicht. Dafür war dieser sogenannte Käseheber. Steht tatsächlich für eine viel größere Geschichte, nämlich auch diese Bedrohung der Stadt, die tatsächlich real war in den 60er Jahren, auf jeden Fall noch sehr stark auch in den Köpfen der Bevölkerung. Und man hat diese Senatsreserve durchgezogen bis zum Schluss. Es gab natürlich da auch relativ absurde Geschichten dazu. Und es war auch von der Öffentlichkeit eigentlich abgeschirmt. Man wusste nicht so wirklich, was alles eingelagert wurde. Aber das ein kleines, feines Objekt, was eine größere Geschichte erzählt. Ja, und also da sind wir natürlich beim größeren Objekt. Sie werden sich sicher gefragt haben, wo wir hier eigentlich sitzen und vor was wir sitzen. Und zwar ist das auch eine dieser Dinge, die dann in der Geschichte passieren. 1961 Mauerbau im August, und just in diesem Jahr ist aus Norddeutschland wegen dieser starken Berlin-Subventionen und Vergünstigungen ein Autohersteller nach Berlin gekommen und hat dieses Auto hinter mir produziert, nämlich den Amphicar. Der Amphicar oder das Amphicar ist ein Hybridfahrzeug. Es kann also schwimmen und auf der Straße fahren. Und wir sind sehr froh, dass wir dieses wunderschöne Modell in Mintgrün haben. Und damit Sie auch mal so eine Vorstellung haben, wie das damals über den Wannsee getuckert ist, gibt es hier eine wunderbare Aufnahme hier aus dem Hause von Herrn Binder, wo die Ladies da eine Werbung machen mit diesem Daily Girls Club. Und das sieht man schon, es geht also hier auch um Lifestyle aus der früheren Zeit. Also just zu dem Zeitpunkt, wo eine Mauer die Stadt einschließt, ist ein Freiheitsmobil, mit dem man übers Wasser fahren kann, also die Inseln verlassen kann, produziert worden.